Hallo zusammen zu einem weiteren Video für meine Zahlenbuddies. Im letzten Video dieser Serie habe ich dir mein DCF-Modell für Tesla Energy gezeigt. Du findest den Link dazu in der Infocard. Heute geht es um das Tesla Full Self Driving Abo-Modell. Wie immer zeige ich dir meinen Bear, Base und Bull Case. Nur zur Sicherheit eine Klarstellung. Dies ist kein Investment-Advice, kein finanzieller Rat. Es handelt sich ausschließlich um meine eigene Meinung. Und jeder muss die Konsequenzen seines Handels selber tragen. Nach dem kurzen Intro geht's auch schon los. Gönn dir doch ein Abo, wenn du mal was Verrücktes machen möchtest. Ein Like, besonders am Anfang, wäre klasse. Ich bin Rappi von Cyber Gigafactory. Los geht's! Tesla FSD Annahmen. Vorhandene Zahlen gibt es bei FSD nicht. Daher fange ich direkt mit meinen Annahmen an. Ich habe mir zwei potenzielle Modelle überlegt. Das einfachere von beiden, links, habe ich dann im DCF-Modell berechnet. Wenn ich es schaffe, das Beispiel rechts mit einigermaßen sinnvollen Werten zu füllen, werde ich beim nächsten DCF dieses nutzen, da es mir sinnvoller erscheint. Meiner Meinung nach muss dieses Feature so einfach und fair wie möglich für Privatpersonen und Flottenkunden zugleich sein. Beginnen wir mit den Annahmen links im Bild. Ich habe hier nur zwei unterschiedliche Preise für Full Self Driving und ich exkludiere hier gewollt ein potenzielles Robotaxi, da das völlig andere Annahmen voraussetzt. Sobald FSD offiziell ausgerollt wurde, nehme ich mir auch dieses Thema in einem weiteren DCF-Modell an. Die Preise habe ich sehr einfach gestaffelt. Auf $200 pro Monat als Privatchauffeur der Familie und auf $1000 pro Monat als Taxifahrer. Die Gesamtflotte enthält Anfang 2024 bereits mehr als 5,5 Millionen Autos, aber die meisten davon besitzen noch kein FSD. Deshalb gehe ich davon aus, dass bis Ende 2024 5 Millionen Teslas potenziell in der Lage sind, FSD zu nutzen. Ich gehe von nur 5% aus, die FSD von Beginn an abonnieren. Dieser Wert steigt über die Jahre natürlich an. Ich verteile die Flotte auf 25% für Privatkunden und 75% auf Taxiflotten. Für Privatkunden nehme ich 20.000 Kilometer und für Taxis 100 Kilometer pro Jahr an, wobei dieser Wert bisher nicht ins Modell einfließt. Da es sich um einen potenziell sehr wachstumsstarken Geschäftszweig handelt, nutze ich ein PE-Ratio von 40, 60 und 80 für meine drei Modelle. Bevor wir mit meinem Bear Case beginnen, noch kurz eine Erklärung zu den Farben, die du siehst. Orange bedeutet eine von mir eingetragene Zahl. Das kann eine berechnete Zahl oder eine Annahme sein. Rot steht für Bear, Blau für Base und Grün für Bull Case. Legen wir los. Bear Case. Wie vorher beschrieben, beginnen wir bei allen Cases mit 5 Millionen Fahrzeugen in der Gesamtflotte. Diese steigt jeweils passend zu meinem Auto-DCF-Modell an. Zur Veranschaulichung habe ich das Flottenwachstum darunter berechnen lassen. Die Werte, die ich anpasse, sind Abo-Prozent je nach Case, operative Marge für alle gleich und den PI-Wert, der sich natürlich je nach Case auch unterscheidet. Als letztes habe ich die Werte aus den bisherigen DCF-Modellen für die Diskontierung am Ende. In meinem Bear Case gehe ich von einem relativ niedrigen Prozentsatz aus. Er beginnt bei 5% und erhöht sich bis 2035 nur auf 50%. Das ergibt eine FSD-Flotte von 9,8 Millionen Fahrzeugen in 2030 und fast 54 Millionen in 2035. Bei der operativen Marge ist eine Annahme mehr als schwierig. Aktuell ist diese sicher negativ, wenn man die gesamten Entwicklungskosten seit 2016 mit einbezieht. Und diese zahlen genauso auf den Tesla-Bot und andere KI-Projekte Teslas ein. Am Ende sind die Entwicklungskosten im Vergleich zum Umsatz aber nur noch Peanuts. Ich rechne mit 10% Marge in 2024 und erhöhe sie bis auf 99% in 2035, weil die Entwicklung bis dahin sicher zum größten Teil abgeschlossen ist. Im Bear Case ergibt sich für ein FSD-Abo dieser Art ein Nettogewinn von $57 Milliarden in 2030 und bis 2035 steigt er auf $385 Milliarden. Die PE-Ratio beginne ich mit 40 Punkten und senke sie langsam aber sicher bis auf 20 ab. Daraus ergibt sich dann ein Market Cap von knapp $1,7 Billionen für 2030 und $7,7 Billionen in 2035. Ich weiß, das klingt unglaublich. Aber das ist mein konservativstes Modell. Für einen heutigen Aktienpreis diskontiere ich von 2035 in meinem Bear Case jedes Jahr um 13% und komme somit auf $523 für Teslas FSD-Abo. Base Case. In meinem Base Case ist der Prozentsatz etwas höher. Beginnend mit 5% erhöhe ich den Wert bis 2035 bis auf 70%. Das ergibt eine FSD-Flotte von 15 Millionen Fahrzeugen in 2030
und fast 112 Millionen in 2035. Ich rechne mit 10% Marge in 2024 und erhöhe sie auch hier bis auf 99% in 2035. Im Base Case ergibt sich für dieses FSD-Abo ein Nettogewinn von 86 Milliarden Dollar in 2030 und bis 2035 steigt er auf 797 Milliarden Dollar. Die PE-Ratio beginnt bei 60 und ich senke sie auch hier bis auf 20 ab. Daraus ergeben sich dann Market Caps von knapp 2,6 Billionen Dollar für 2030 und 15,9 Billionen in 2035. Langsam wird es interessant, oder? Der heutige Aktienpreis berechnet sich nach der Diskontierung von 11% jedes Jahr auf 1391 Dollar. Bull Case. Und als letztes mal wieder der Bull Case. Ich verspreche dir, diese Werte wirst du nicht glauben können. In meinem Bull Case ist der Prozentsatz natürlich am höchsten. Auch hier starte ich wieder mit 5%. Dieser Wert erhöht sich allerdings bis 2035 auf 90%. Das ergibt eine FSD-Flotte von 25 Millionen Fahrzeugen in 2030 und über 175 Millionen in 2035. Ich rechne auch hier mit 10% Marge in 2024 und erhöhe sie bis auf 99% in 2035. Beim Bull Case ergibt sich somit ein Nettogewinn von 145 Milliarden Dollar in 2030 und gewaltigen 1,25 Billionen Dollar bis 2035. Um das mal ins Verhältnis zu setzen: Tesla ist aktuell die Hälfte des berechneten Gewinns für 2035 wert. Bei der PE-Ratio starte ich hier mit 80 und sie fällt bis 2035 auf 25 ab. Der daraus resultierende Market Cap ist mit 5,8 Billionen Dollar in 2030 schon Apple mal 2. Und für 2035 legen wir noch 8 weitere Apple obendrauf und kommen somit auf unvorstellbare 31 Billionen Dollar. Natürlich sehe ich das auch als ziemlich unmöglich an, aber meine Annahmen sind für einen Bullcase noch recht zurückhaltend. Nach einer jährlichen Diskontierung von 9% komme ich auf einen heutigen Aktienpreis von 3.484 Dollar. Natürlich ist auch das völlig unvorstellbar, aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Fazit: Annahmen sind bei einem Produkt wie diesem sehr schwierig. Für mich ist offensichtlich, dass wir dem Tag, an dem FSD ausgerollt wird, immer näher kommen. In meinen Augen ist Tesla hier auch absoluter Spitzenreiter, obwohl einige sogenannte Branchenexperten sie als Schlusslicht sehen. Ein aktueller Aktienwert für ein solches FSD-Abo-Modell liegt zwischen 523 Dollar und 1391 Dollar in einem guten Rahmen. Natürlich muss Tesla erst einmal beweisen, dass FSD wie erwartet funktioniert. Wie in früheren Videos gesagt, das ist eines der Optionsscheine auf die Zukunft. Er könnte sich in Luft auflösen oder aber wie eine Rakete abgehen und den Rest einfach mitreißen. Nur zur Erinnerung, ich versuche hier sehr vereinfachte DCF-Modelle darzustellen. Hierbei ist FSD für einen Tesla Semi im Flottenbetrieb, ein Tesla-internes Robotaxi-Netzwerk oder auch der eigene App Store im Auto nicht einberechnet. Oder was stellst du mit deiner freigewordenen Zeit an, außer Netflix und Chill, AAA Gaming oder aber Arbeiten im mobilen Büro? Bis zur Vorstellung des Tesla-Bots war FSD das größte Wachstumspotenzial Teslas. Und es ist dadurch nicht kleiner geworden. Es gibt nur noch ein größeres daneben. Damit bin ich am Ende meines kurzen Ausflugs in eines meiner DCF-Modelle. Es würde mich sehr interessieren, ob dir solche Videos gefallen und du mehr davon haben möchtest. Vielleicht könntest du es mir mit einem Daumen hoch und oder einem kurzen Kommentar beantworten. Ich verlinke dir die bisherigen Videos dieser Serie in der Infocard. Im nächsten Video wird es noch verrückter. Hier gehe ich auf den Tesla-Bot ein und wir schauen mal, wie sich dieser auf den Aktienpreis auswirken könnte. Ich verspreche dir, das wird dir als Tesla-Investor gefallen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn du mal was Verrücktes machen möchtest, werde Abonnent meines Kanals. Über ein Like freue ich mich gleich doppelt. Für weitere Insights folg mir gerne auf x.com. Hier poste ich manchmal lustige, manchmal wissenswerte und manchmal sogar politische Dinge. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Falls du meine Arbeit unterstützen möchtest, schau doch mal in meinem Shop vorbei. Link in der Beschreibung. Da findet sich für jeden etwas. Oder werde Kanalmitglied, direkt auf YouTube. Den Button dazu findest du unter jedem Video. Meine weiteren Videos findest du in der Playlist, die in der Infocard verlinkt ist. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und hoffe, dich bei einem meiner anderen Videos wiederzusehen.